Hallo, ich lese EUA leicht gemacht, die Einnahme Überschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage aus dem Ewald von Kleist Verlag. Hier bitte sehr. Und ich bin angekommen im Kapitel oder in Lektion 20. Der Wechsel der Gewinnermittlungsart bei Fall 100, der Wechsel zurück. Der Wechsel zurück. Die Jahre vergehen, ihr Freund heiratet und wird Vater von Drillingen. Endlich kann er sich seinen Jugendtraum erfüllen und geht in die Erziehungszeit. Die Folge ist, neben den obligatorischen Augenringen, dass seine Umsätze in Klammern 200.000 Euro und sein Gewinn in Klammern 20.000 Euro rasant fallen. Was können Sie ihm raten? Er kann zurück zur Einnahmeüberschussrechnung wechseln, da er nicht mehr die Kriterien des Paragraphen 141 der Abgabenordnung erfüllt. Dieser Wechsel ist stets freiwillig. Sie erstellen eine Schlussbilanz. Das ergibt folgendes Bild. Aktiva, Warenbestand 10.000 Euro, Bank 300 Euro, Kasse 150 Euro, Forderungen in Klammern brutto 23.800 Euro. Passiva, Eigenkapital 16.550 Euro, Verbindlichkeiten 11.900 Euro. Sonstige Verbindlichkeiten 1.000 Euro, Umsatzzahllast, viertes Quartal, Umsatzsteuerzahllast, viertes Quartal 1.000 Euro, passt so ungefähr. Noch nicht fällige Umsatzsteuer 3.800 Euro, sind passiver 30.250 Euro, also aktiver und passiver sind ausgeglichen, passt so. Berechnen Sie die Ergebniskorrektur, die aufgrund des Wechsels anfallen. Die Korrekturen verlaufen genau den umgekehrten Weg. Was vorher gewinnerhöhend berücksichtigt wurde, wirkt sich jetzt gewinnmindernd aus und umgekehrt. Warenbestand. Der Warenbestand würde sich bei der EUA nicht mehr auswirken und hat sich bei der Bilanzierung noch nicht mindernd ausgewirkt. Minus 10.000 Euro. Bankkasse ohne Gewinnauswirkung, Forderungen. Mit Entstehung der Forderung erhöht sich der Gewinn beim Betriebsvermögensvergleich. Würde nach dem Wechsel zur EUA die Bezahlung erfolgen, wäre diese entsprechend des Zuflussprinzips ebenfalls gewinnerhöhend. Aus diesem Grund erfolgt der Ansatz eines negativen Korrekturpostens. Minus 23.800 Euro in Klammern brutto, da die Umsatzsteuer eine Einnahme darstellt. Verbindlichkeiten, 19% Umsatzsteuer. Die Warenverbindlichkeiten sind gewinnerhöhend zu berücksichtigen, da bei Bezahlung in der EUR eine Ausgabe angesetzt wird, in Klammern ebenfalls brutto 11.900 Euro. Umsatzsteuer nicht fällig, keine Gewinnauswirkung, Umsatzsteuerzahllast. Viertes Quartal, die Zahlung im Folgejahr wird nach dem Wechsel. Im Folgejahr nach dem Wechsel wirkt gewinnmindernd, daher plus 1.000 Euro. Und dann gibt es einen Übergangsverlust von 20.900 Euro. Man zahlt also deutlich weniger Steuern. Das ist mehr Geld dafür, ist Kinderfahrrad. Beim Wechsel von der Bilanzierung zur Einnahmeüberschussrechnung darf das Ergebnis nicht verteilt werden. Es ist im Jahr des Übergangs zu berücksichtigen. Das hängt damit zusammen, dass der Wechsel zurück freiwillig erfolgt und in der Regel ein Verlust anfällt. Man kann aber den Verlust auch ins nächste Jahr mitschieben. Bei einem Gewinn von 20 könnte er Verlust schieben und nochmal Steuern sparen. So, das war die Lektion 100. Es geht dann weiter mit dem Leitsatz 32. Tschüss.